Am 1. März 1973 habe ich meine Eltern in Sonneberg besucht und abends wollte ich heimlaufen. Aus Versehen bin ich in die Grenzanlage eingedrungen und haben mich vier Soldaten verfolgt und haben mich angeschossen. Es war ein Bauchschuss, lebensgefährliche Verletzung. Also nach dem Schuss habe ich dann im freien Feld gelegen und habe ich mein Leben langsam rückwärts laufen sehen. Und zwar nur die wichtigsten Szenen von meinem Leben. Das war die Geburt von meinem ersten Sohn, die Heirat mit meiner Frau, dann ein paar Erlebnisse aus der Lehrzeit, ein paar Erlebnisse aus der Jugendzeit und die Kindheit vor allen Dingen. Da habe ich dann noch sehr große Erinnerungen dran gehabt. Wie der Film nur abgelaufen ist, bin ich langsam hochgeschwebt, also praktisch wie aus dem Körper raus. Und bin in der Spirale hochgeschwebt und habe nur die ganze Angelegenheit von oben angeguckt. Und habe nur die vier Soldaten gesehen, wo sie standen, was sie gemacht haben. Einer hat telefoniert an so einem Telefonmast, zwei haben hinter mir gestanden, eine seitwärts vor mir. Und konnte dann in die Umgebung schauen, die Grenzanlagen, die ehemalig anschauen, die Beleuchtungsanlagen, den ersten Zaun, den Sicherungszaun, den Grenzzaun und die ganze Umgebung halt. Ich habe nur gesehen, den Sonneberg von Weiden und bin nur dann langsam hochgeschwebt. Und habe dann nur halt gedacht, naja, Schmerzen habe ich nicht gehabt, das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Und bin nur weiter hochgeschwebt in die Spirale und hab dann auch mal alles so wie, naja gut, hat sich erledigt das Leben. Froh, muss man sagen, wie ich nicht sagen, dass ich war, aber halt es war ein befreites Gefühl. Und bin nur langsam hochgeschwebt, immer höher und hab dann nur noch hochwärts über mich geguckt und bin ich in weißes Licht geschwebt. Und an mehr kann ich mich nicht erinnern. Als Klaus Schmeiduch im Krankenhaus aufwachte, erklärte er sich seine Erinnerung damit, in einem Hubschrauber geflogen zu sein. Und das erzählte er auch dem Stasi-Mann an seinem Bett. Aber einen Hubschrauberflug gab es nicht, laut Protokoll. Klaus Schmeiduch musste ins Gefängnis. Er schwieg Jahrzehnte über sein Erlebnis. In der DDR hätte ihm niemand geglaubt. Und 1973 war das Thema selbst im Westen noch unbekannt. Uniklinik Zürich, Neurologie. Auf dem Monitor die Hirnströme eines Patienten. Warten auf einen epileptischen Anfall unter kontrollierten Bedingungen. Elektroden wurden ins Gehirn eingeführt, auf der Suche nach dem Ort, der Epilepsien auslöst. Ein merkwürdiges Ergebnis. Werden bestimmte Segmente gereizt, berichten die Patienten bisweilen von Gefühlen des Schwebens oder plötzlichen Erinnerungen. Temporallappen heißt der Bereich des Gehirns, um den es hier geht. Ist das der Ort, an dem das Jenseits liegt? Ich könnte mir vorstellen, dass unter bestimmten Bedingungen an der Grenze von diesem Leben zu einem anderen oder zum Tode, wie wir das nennen, die ganze Persönlichkeit herausgefordert ist, das Leben nochmal zu reflektieren. Und dass das Gehirn auf kategorielle Stufen zurückgreift, die metaphorisch eingefärbt sind, wo man Bilder braucht, um überhaupt den Moment zu verstehen. Und was ich aus der Literatur kenne, diese Tunnelerlebnisse mit sehr viel Licht, die Einzelbestandteile dieser Erlebnisse kann man bei Epilepsiepatienten sehen. Das Zusammenfügen und die Charakteristik, wie sie in der Literatur der Nahtoderfahrungen berichtet wird, habe ich bei Epilepsiepatienten noch nie beobachtet. Aber es wäre ja natürlich denkbar, dass unter solchen Extrembedingungen das Gehirn sich so manifestiert. Gehirnoperation, Millimeterarbeit unter dem Mikroskop. Bei den Todesnähe-Erfahrungen könnte der Temporallappen eine Rolle spielen. Aber das bedeutet nicht, dass die Bilder nur dort entstehen. Die Epilepsiepatienten in Zürich erleben Bruchstücke ohne Zusammenhang. In der Nähe des Todes aber werden die Bilder klarer, vollständiger. Die Szenen ergeben einen Sinn. Aus dem Jahrbuch des Schweizer Alpenclubs 1892 von Professor Albert Heim. Eine Truppe guter Berggänger stiegen wir 1871 am Sentisch gegen die Seealp hinab. Da brachte mich eine Bewegung zu Fall. Ich fuhr auf dem Rücken nach unten über den Fels und flog schließlich noch 20 Meter frei durch die Luft.
Was ich in den 5 bis 10 Sekunden gedacht habe, lässt sich in 10-mal mehr Minuten nicht erzählen. Alle Vorstellungen waren zusammenhängend und sehr klar, keinesfalls traumhaft verwischt. Dann sah ich, wie auf einer Bühne aus einiger Entfernung, mein ganzes vergangenes Leben in zahlreichen Bildern sich abspielen. Ich sah mich selbst als die spielende Hauptperson. Alles war wie verklärt von einem himmlischen Lichte und alles war schön und ohne Schmerz, ohne Angst. Erhabene und versöhnende Gedanken beherrschten und verbanden die Einzelbilder und eine göttliche Ruhe zog wie herrliche Musik durch meine Seele. Dann hörte ich ein dumpfes Aufschlagen und mein Sturz war zu Ende. Universitätsklinik Zürich, PET-Zentrum. Die Suche nach dem Jenseits in der Chemie des Gehirns. Die Suche nach dem Stoff, aus dem die Landschaften der Seele sind. Bilder aus der Tiefe von Raum und Zeit, wie sie auch Drogen auslösen können. LSD, Ketamin oder Psilocybin, der Inhaltsstoff heiliger Pilze der Indianer. Scanner bereit. Der Versuchsperson wurde eine halluzinogene Droge gespritzt, zusammen mit einem radioaktiven Marker. Im PET-Scanner zeichnet sich ab, wie das die Hirnaktivität verändert. Mit Pflanzendrogen gehen schon seit Jahrtausenden die südamerikanischen Schamanen in die andere Welt. Sie reisen in eine Superrealität, werden eins mit dem Universum und sie erleben oft auch Bilder vom Tunnel und dem klaren Licht, fand der Neuropsychiater Dr. Franz Xaver Vollenweider in seinen Studien. Körpereigene Stoffe, die Endorphine, stoppen im Notfall jeden Schmerz. Das ist medizinisches Alltagswissen. Gibt es vielleicht andere, bisher unbekannte Stoffe, die in der Nähe des Todes die Bildsequenzen auslösen? Ich kann mir vorstellen, dass körpereigene Stoffe solche Phänomene auslösen können. Interessant ist auch, dass vielleicht andere Auslöser, psychologische oder Fasten, sich geißeln, ebenso solche körpereigene Stoffe in Schwingungen versetzen könnten und dass das auch erklären würde, dass in verschiedenen Kulturen durch unterschiedliche Mittel solche Erlebnisse ausgelöst werden können. Sind diese Wahrnehmungen Erfindungen des Gehirns oder sind die in irgendeiner Form real? Für den Probanden, für den Menschen ist das eine Realität und ich kann mir denken, dass auch so wie es erzählt wird, Ebenen berührt werden, die wir noch nicht kennen. Es kann durchweg sein, dass es nicht eine reine Vorgaukelung ist des Gehirns, sondern dass in eine andere Dimension vorgedrungen wird.